Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und wir machen direkt weiter. Und wir haben ja momentan... Hinten haben wir auch noch eine Quest. Wir müssen gerade mal gucken. Ne, falsche Taste. Hier war das. Verschiedenes. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Aber wir machen jetzt erstmal Erzähle Feyendall von Svens Brief. Genau, ich würde gerne erstmal mit ihm reden, bevor ich ihn einfach hintergehe. Ich meine, wir kennen ihn ja gar nicht. Und bringen den Brief erstmal nicht zu Camilla. Okay, und die Quest hier ist ja Camilla drin. Wir müssen jetzt Feyendall suchen. Weiß nicht genau, wo er ist. Hier wohnt ja der Onkel von Hadvar. Da kommen wir noch nicht weiter. Jetzt gucken wir erstmal, wer denn noch hier hinten so wohnt. Feyendall suchen wir, den Namen muss ich mir merken. Feyendalls Haus. Also hier ist sein Haus, aber da kommen wir ja nicht rein. Ich möchte da ja jetzt nicht einbrechen. Er ist auch nicht in seinem Garten unterwegs. Na, hoppsa, vielleicht finden wir ihn hier noch irgendwo. Mal sehen, habe ich das Fass jetzt... Ne, das hat gerade so ausgesehen, als hätte ich das Fass umgeworfen. Okay, das war ja Camillas Haus hier. Und Lucan wohnt da ja auch. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier können wir noch ein bisschen Kohl sammeln. Ich bin vergeben, also kommt nicht auf falsche Gedanken. Ich hatte eigentlich gerade keine Gedanken. Außer, dass ich dir jetzt mal hier die Gartenarbeit abnehme. Und da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo so einen Alchemietisch finden. Es ist mittlerweile... Zack, zack, zack. Es ist mittlerweile kein Stößel mehr, den man bei sich trägt. Sondern man muss so einen Tisch finden. Naja, schauen wir mal. Das ist Emry. Wer bist du denn? Oha, das hat da einfach nur so rumgelegen. Mann, hätte ich das doch nur zuerst gefunden. Was? Von was redest du? Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Ich kann dem aber gleich... Habt ihr einen Drachen gesehen? Ja, habe ich, Störte. Stump! Was ist das denn für ein cooler Hund? Ich fremden bin, aber ihr scheint in Ordnung zu sein. So, Embridisch. Wir sind irgendwie verschwommen. Was ist los mit euch? Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Ja, ja, jetzt geht doch mal weg hier und geht mir nicht auf den Sack. Der Schmied. Ich kenne deinen Vater, ich will mit Emry reden. Mann, was ist hier los? Emry. Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Klar. Ich kann dir auch 10 Alto-Weinflaschen geben. Aber nö, die sind so viel wert. Deswegen gebe ich dir Met. Komm, 2 Flaschen mehr. Hab heute einen guten Tag. Ja, habt ihr doch... Bier oder Met? Ah shit, ich hab jetzt wieder irgendwas anderes damit gemeint, ich muss geben machen. Wie viel soll ich dem noch ausgeben? Also gut. Ach so. Was machst du da? Trinkst du auch einen Schluck, oder? Mein liebster Saufkumpan, besorg mal ein wenig Met. Wie viel Met will er denn noch haben? Bier oder Met? Bringt das irgendwas oder können wir dem da einfach nur was ausgeben? Hier, in den Wein bekommst du auch noch. Wahrscheinlich müssen wir den einfach nur irgendwie abfüllen oder so. Ich mach mal einen Quicksave. Vielleicht passiert dann irgendwas. Ich geb dir doch jetzt nicht noch mehr aus. Er ist auf jeden Fall schon mal voll. Gar nicht. Habt ihr Bier oder Met? Aber der redet auch noch so klar, man merkt keinen Unterschied. Nein, jetzt machen wir langsam hier. Einer kriegt er. Aber was macht er mit seinem Krug? Ich kapiere es nicht ganz. Emry! Alter, Saufkumpane. Er fuchtelt immer mehr damit rum. Ja, nee, ich gebe jetzt nicht noch einen aus. Hast du gewusst, dass dein Vater ein Säufer ist? So. Ja, Feyendall suchen wir aber immer noch.
Ah! Er wird uns hier markiert, von daher nehme ich mal an, dass das Feindal ist. Feindal! Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Und Sven wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und behaupte, er sei von euch. Wir fragen erstmal, ob er uns unterrichten kann. Ich zeige euch, was ich weiß. Achso, das ist dann auch ein ganz normaler Trainer. Wir haben 2207 Gold und könnten jetzt hier trainieren. Na komm. Machen wir mal so. Und jetzt wird's mir zu teuer. Zurück. Ja, wir sagen es ihm einfach mal mit dem Brief. Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Okay. Lebt wohl. Mach's gut, Feindal. Oh, was haben wir denn hier noch? Bevor wir zu Camilla gehen, möchte ich gerade mal hier hochgehen. Ah, hier ist das Sägewerk quasi. Wie wird diese Säge denn hier angetrieben? Dann über das Wasserrad. Und was ist da jetzt passiert? Erstmal nix. Dann kommen wir hier rüber. Zack, ja. Benutzen Holzstapel. Na, wie cool ist das denn? Okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich den Hebel benutzen, dann zersägen wir das. Oder? Ah. Cool. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. So, dann wird es zersägt, dann fällt es hier vorne auf den Stapel. Warum wir das machen können? Keine Ahnung. Aber es geht. Von daher machen wir es einfach mal. Da haben wir das auch mal gesehen. Ah, und da vorne ist noch irgendwas. Hier könnten wir auch eine Holzfäller-Axt nochmal nehmen. Was ist dann das hier? Schleifstein. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Okay. Waffen. Stahlkriegsaxt. Erfordert Stahlbarren. Stahlkriegsaxt fein. Die fehlen die erforderlichen Teile, um diesen Gegenstand zu verbessern. Ich hatte aber doch einen Stahlbarren. Objekte. Sonstiges. Eisenbarren habe ich. Okay. Gut, wir haben noch keinen Stahlbarren. Oh, wer bist du denn? Ach, das ist das Feindal. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben jetzt zwei Briefe. Oh, wer bist du denn? Dich kennen wir auch noch nicht. Hot. Arbeit? Besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Okay. Moment, bleib mal stehen. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Es gibt schlimmere Dörfer. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Okay. Bevor ich es vergesse, gehe ich jetzt gerade nochmal hier hinter und nehme mir diese Holzfäller-Axt. Und dann gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich Bäume fällen können. Holzfäller-Axt. Weil wir so Holz oder so können wir ja nicht nehmen. Ich nehme auch mal nicht an, dass wir hier die großen umklatschen können. Oder? Ich meine, den hat ja auch irgendeiner gefällt. Wir schauen einfach mal nach. Objekte. Waffen. Holzfäller-Axt. Ich glaube, da kann ich wochenlang drauf rumhämmern. Was ist denn mit dir hier? Nee, das zählt nicht als Baum.
Aber dann vielleicht doch eher hier so ein Klein, oder? Faendal sucht seine Axt. Ich hoffe nicht. Das bringt irgendwie nicht so viel. Ach, hier. Ah, und dann können wir jetzt hier damit dann quasi das Holz zerhacken. Da hätten wir die Holzfäller-Axt auch gar nicht nehmen brauchen. Zack. Würde ich sagen, werfen wir die Holzfäller-Axt gleich weg. Die ist dann nur gewischt. Und das macht er jetzt. Feuerholz hinzugefügt. 2. Ich mache mir dann gerade mal eine Zigarette an und wir lassen ihn einfach mal ein bisschen Holz hacken. Ah, jetzt ist auch fertig. Okay. Können wir das jetzt nochmal machen? Ja, also will ich jetzt nicht nochmal machen. Das dauert jetzt zu lang. Objekte, Waffen. Dann legen wir die Holzfäller-Axt wieder ab. Fallen lassen. Und legen den gute Stahlkriegsaxt an. Achso, weil das eine Stahlaxt ist und keine Eisenaxt, können wir das wahrscheinlich nicht verbessern mit Dings. Könnte ich das jetzt nochmal machen? Du brauchst dafür eine Holzfäller-Axt. Nein, also wir müssen sie definitiv im Inventar haben, damit wir das machen können, oder? Ja, also wir müssen sie nicht anlegen, sondern im Inventar haben. Gut, wissen wir das auch schon mal in Hacken einfach nochmal ein bisschen los. Lebt denn alle Holzmischel noch? Nein. So, okay, wir warten dann kurz, bis der hier fertig gehackt hat. Und dann können wir auch gerade nochmal zu Hot gehen. Mal schauen, ob wir für das Feuerholz Geld bekommen. Beziehungsweise, ob wir das dem irgendwie vielleicht verkaufen können oder so. Oh. Ah, da oben ist auch gerade einer an der großen Säge dran. Da schauen wir doch mal, ob das vielleicht der gute Hot ist. Ja, Verendal ist ja auch schwer am Holzhacken. Hot, ja, da ist er doch. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Ich verkaufe ehrliches Feuerholz. Für ehrliche Arbeit. Bis zum nächsten Mal. 60 Gold hinzugefügt. Ey, ich glaube, da werde ich mich offline nochmal dran setzen und da mal ein bisschen Holz weghacken. Und damit ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt wollen wir aber zu Camilla gehen. Mal schauen, was die dazu sagt. Vielleicht können wir die ganze Sache ja doch noch ein bisschen anders lösen. Ich weiß es ja nicht. Dass wir ihr zum Beispiel von beiden Briefen erzählen und sie sich für uns entscheidet. So, Camilla. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ja, kein Thema. Aber wir haben da was zu besprechen. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Feindel hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. So geht's natürlich auch. Oder wir sagen, wir haben wirklich einen Brief von Sven. Ich mach mal das hier. Wir sind mal ganz ehrlich. Was hat er? Wovon redet ihr da? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ihr solltet mit Sven reden. Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Okay. Dann gehen wir mal wieder rüber zu Sven. Ich denke mal, er wird bei seiner Oma, Mutter Hilde hier vorne. Bei der wilden Hilde wird er doch bestimmt noch hier zu Hause anzutreffen sein. Oh, der ist gar nicht da. Zurück. Hilde, wo ist denn der... Wo ist denn Sven? Ich guck... Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Verschiedenes. Sprich mit Sven. Ach, der ist hier vorne jetzt in dem Haus. Na, ich möchte... Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ah, wie oft willst du es mich dann noch fragen? Sei ruhig jetzt! Och, und der kleine andere Doofkopf kommt auch wieder. Öffnen, schlafender Riese. Ach, das ist ein Gasthaus hier. Mal sehen, wen wir da jetzt noch so antreffen. Bin sehr gespannt. Da hockt Sven und da drüben ist der Wirt. Ah, und da scheint ein Alchemietisch zu sein mit diesen grünen Blubberflaschen. Guck mal gleich mal. Oh. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht.
Wir werden Nachschub brauen müssen. Okay, mit denen reden wir gleich. Sven. Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendahl nie wieder ein Wort wechseln will. Darf ich euch um etwas bitten? Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Feendahl verbringen wird. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? Ich mache erstmal dann das hier. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Das ist sehr nett von dir. 25 Gold, dankeschön. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr Ragnar der Rote singen, oder? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Danach haben nur Leute vom wahren Kaiservolk. Los, spiel! Spiel mir das Lied der Aggression! Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmentel ade und alles, was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und kommt unser Endführt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben, wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Okay, das war das Lied. Sehr schön. Machen wir wieder ein Quicksave. Man weiß ja nie. Und würde mich hier verabschieden. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao, ciao.